Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Angry Birds Epic. Wir bekommen dieses Mal einen sehr, sehr starken Zwischengegner. Wir kennen ihn schon, wir haben ihn schon einmal gemacht und bei ihm ist es sehr, sehr schwierig, hier die drei Sterne zu holen, wenn wir da nicht ordentlich Schaden auf ihn drauf geben, da er niedrigen Schaden ignoriert. Mathilde bringt dafür einfach zu wenig, Rote bringt eigentlich auch zu wenig, aber wir brauchen ihn natürlich, um unser Team schön zum Schilden. Und nehmen dieses Mal Schwarz und Blau mit rein ins Boot. In der Hoffnung, dass wir hiermit was Schönes machen können. So, unsere blauen Jungs haben ja hier schöne Möglichkeit, uns ein bisschen hier zum Waffen. In der Hoffnung, dass wir hiermit halt eben von ihm dann den Schaden zumindest mal überbrücken können. So, wir nutzen auch gleich hier den Buff. Einmal rein. Machen mit ihm 123 Stimme. Und er hat sich gepanzert. Wie viel hat er jetzt abgekommen? Ja, trotzdem. Er hat einen Gegenzauber jetzt drauf. Können ihn natürlich hier mit zaubern und hauen ihn schön eins drauf. So, der erste Angriff wird auf den roten Vogel kommen. Wir gehen in den Angriff, 106 Schaden, hier kommt auch nochmal Schmerz und er haut eins auf den roten Vogel und gibt ihm auch noch einen ekligen Debuff drauf. Das heißt für uns wieder hier, wir reinigen ihn, dafür ist Blaue ja schon gut und auch der Rote darf einen schönen Angriff machen. So, war zu wenig Schaden. Dieses Mal soll es auf die blauen Oschis gehen. Ich würde sagen, wir machen einmal hier. So, er darf direkt angreifen. Und ich wollte eh noch das Ultimate vom blauen ausprobieren. Uiuiui, die machen echt guten Schaden, die blauen. Kann man nicht sagen. Gut. Es scheint ihn vor zu haben. Er hat eine Runde ausgesetzt. Ist für uns natürlich die optimale Möglichkeit, hier nochmal anzugreifen. Und wir haben 106 und er geht auf die unteren. Oh. Okay, dieses Mal müssen wir natürlich hier jetzt schön Getränke geben. Zum einen debuffen wir uns. Zack, einmal gereinigt. Dann geben wir hier noch ein bisschen Erfrischungsgetränke und schauen, ob wir ihn vielleicht direkt umhauen können. Und es sollte eigentlich lang. Nein, er hat gepanzert. Aber dieses Mal hat für uns natürlich den Vorteil, wir können hier den zweiten auch noch ein bisschen hochheilen. Gehen in den Direktangriff, zack, und hauen ihn um. 19.000, reicht es? 2, 3, es langt! Wir bekommen 3 Sterne mit der geballten Macht hier. Einmal würfeln und natürlich bekommen wir wieder mal einen Schrott. Gut, das hier war das östliche Wüstenplateau. War es das? Ich weiß es gar nicht mehr. Nichtsdestotrotz machen wir uns morgen weiter auf den Weg zum nächsten Eierschloss. Aber dies seht ihr dann eben erst morgen in einer neuen Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Bis dann!